Aufnahme läuft. Klappe die erste. Ich begrüße euch alle zum Vortrag, wie Blinde das Netz sehen. Ich darf mich einmal kurz selber vorstellen. Mein Name ist Markus Wortmann. Ich bin Leiter der Joomla User Group Sauerland. Im Joomla-Verein sehr aktiv, auch für den CMS-Garden. Ich denke, man kennt sich, man hat sich überall schon mal gesehen. Ich freue mich heute wirklich, euch Heike Kunert, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins aus Hamburg, vorzustellen. Dabei haben wir noch den Thomas Meyer, einen Mitarbeiter des Vereins. Und zusammen wollen wir euch einmal zeigen, wie Sehbehinderte das Internet sehen, mit welchen Hilfsmitteln die das tun, und wir wollen einmal die Seite der Joomla User Group Sauerland auseinandernehmen in Bezug auf Barriere, ja, ich nenne es immer Armheit. Barrierefreiheit gibt es nicht. Also das ist so eine Sache, die muss man sich einfach abschminken. Man kann es nur versuchen, eben halt alle Hürden, die da sind, möglichst wegzunehmen, aber alle kriegt man nicht. Das geht einfach nicht. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal an Heike übergeben. Stell du dich doch einmal bitte vor. Das mache ich gerne. Ja, vielen Dank, Markus, und auch noch von mir einen schönen guten Morgen. Ja, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg, hat Markus eben schon gesagt. Nebenbei auch noch Blogger und freier Journalist und großer Social-Media-Nutzer. Also ihr findet mich bei Facebook, Twitter oder auch ein bisschen unbekannter Audioboom. Das ist ein Social Network für akustische Aufnahmen. Also da könnt ihr hören, wo ich so Urlaub mache und wie sich das so anhört, zum Beispiel. Der Blinden- und Sehbehindertenverein, noch zwei Stichworte dazu, ist eine Selbsthilfeorganisation mit gut 1300 Mitgliedern. Selbsthilfe heißt, unsere Mitglieder sind selbst blind oder sehbehindert dem Gesetz nach, und der Kerngedanke ist eben, Betroffene helfen anderen Betroffenen mit der Situation Blindheit, Sehbehinderung zurechtzukommen. Ja, zu so einem Verein, ihr kennt das, gehört das, was zu jedem Verein gehört, ehrenamtlich organisierter Vorstand und das ganze Programm, Bezirksgruppen. Es gibt Fachgruppen, die sich bei uns austauschen, also zum Beispiel auch zu elektronischen Hilfsmitteln, was bei uns ein ganz wichtiges Thema ist. Und wir haben eine hauptamtliche Beratung hier bei uns in Hamburg im Stadtteil Barmbek, wo wir insbesondere neu von Sehbehinderungen betroffenen Menschen eben Hilfsmittel vorstellen. Sie beraten bei rechtlichen Fragen, also Beantragung Schwerbehindertenausweis, Blindengeld, solche Geschichten. Wir beraten Senioren, haben dafür eine extra Mitarbeiterin, weil das wissen vielleicht viele nicht. Ich bin nicht repräsentativ für die Gruppe der blinden, sehbehinderten Menschen, weil 40% der Betroffenen sind über 80 Jahre und älter. Das sollte man auch zumindest im Hinterkopf haben, wenn man über Barrierefreiheit für blinde, sehbehinderte Menschen im Internet spricht. Man muss dann auch seniorengerecht eigentlich mitdenken, wenn man es konsequent zu Ende denkt. Und wir haben viele, viele andere Dienstleistungsangebote. Eins möchte ich noch erwähnen, ist auch in Person von unserem Mitarbeiter Thomas Meyer heute hier anwesend. Das ist die Beratungsstelle BIC. Wir beraten zu Barrierefreiheit im Internet, Agenturen, Unternehmen, Behörden, wenn es um Relaunches geht, können die Seiten von uns getestet werden nach dem BITV-Test, und ja, wir bieten da eben auch Beratung an in Form oder in Person von unserem Thomas Meyer. Unsere Internetseite ist, das muss ich jetzt hier gleich mal gestehen, Contao-basiert. Und mein Blog mache ich über WordPress.com. Da sind wir auch schon im Praxisteil. genau, also ich selber komme von der Nutzerperspektive her. Also wenn es um fachliche Fragen geht zum Thema Webdesign, dann kann unser Thomas Meyer die gleich auch beantworten. Ich kann euch sagen, wie ich selber das Internet nutze. Und das habt ihr jetzt eben auch schon ein bisschen gehört. Und zwar
mithilfe eines ganz normalen Laptops, auf dem aber eine Screenreader-Software installiert ist. Und diese Software, JAWS heißt die, wandelt den Bildschirminhalt so um, dass er mit Sprachausgabe, die habt ihr gerade schon gehört, und Braillezeile, das ist so ein kleines Gerät, was ich hier auch am Laptop angeschlossen habe. So sieht das aus. Wer nach dem Vortrag das nochmal in Aktion sehen möchte, kann gerne dann nochmal hier nach vorne kommen. Genau, und mit diesen Geräten wird der Bildschirminhalt dann eben für mich erlebbar. Und ich lasse mal einfach hier mal so die Seite, die jetzt gerade offen ist, das ist unsere Seite vom Blinden- und Sehbehindertenverein, lasse ich einfach mal jetzt hier kurz so ein bisschen laufen mit der Sprachausgabe. Überschrift Ebene 1, gemeinsam weitersehen, Überschrift Ebene 2, Hilfe bei Makuladegeneration und anderen Augenerkrankungen in Hamburg, wir helfen Ihnen, wenn es für Sie dunkel wird, informieren Sie sich hier über besuchter Link unsere Angebote oder nehmen Sie direkt Link Kontakt zu uns auf, Telefon 0402-9404-0, E-Mail, Mail senden, Link, info@. Langsamer. Ich mache mal ein bisschen langsamer, ne? Langsamer. So. Genau, also die Geschwindigkeit, die ihr eben gehört habt, das ist in der Tat die Geschwindigkeit, mit der ich auch tagtäglich arbeite. Das ist tatsächlich einfach eine Sache der Übung. Also am Anfang, als ich angefangen habe, mit Computern zu arbeiten, war das auch noch nicht so schnell eingestellt, sondern ich habe mich mit den Jahren da reingehört und klar, je schneller die Sprachausgabe spricht, desto schneller kann ich auch arbeiten. Und ihr müsst euch ja vorstellen, dass sowas, was ihr vielleicht macht, wenn ihr eine Website vor der Nase habt, mal so irgendwie quer lesen, scrollen und so, das kann ich ja nicht so einfach. Und insofern ist Geschwindigkeit da schon ein Vorteil. Eine andere Möglichkeit, das möchte ich, da können wir jetzt heute wegen der knappen Zeit nicht drauf eingehen, aber eine andere Variante, mit der ich auch das Internet nutze, ist mein Smartphone, mein iPhone, das ja standardmäßig einen Screenreader on board hat sozusagen, Voice-Over, und damit kann ich eben auch im Internet surfen und ja, eben auch schreiben, entweder in Form der Diktierfunktion oder mit einer Bluetooth-Tastatur geht das optimal, aber man kann natürlich auch die iPhone-Tastatur mit Voice-Over bedienen. Ja, was ist für mich wichtig? Wie orientiere ich mich im Internet? Ich habe eben schon gesagt, so querlesen und so ist alles nicht so einfach. Deswegen ist für mich eine klare Struktur enorm wichtig, dass eine Website eine klare Struktur hat. Zum Beispiel hier bei unserer Seite kann ich jetzt von Überschrift zu Überschrift springen. Die am Telefon Sprechstunde Überschrift Ebene 3. So, die AMD-Sprechstunde, Überschrift Ebene 3, hat er mir jetzt gesagt. Ich habe einfach die Taste H gedrückt hier auf der Tastatur und bin dann so zur nächsten Überschrift gesprungen. Umbau der Hilfsmittelausstellung, Überschrift Ebene 3. Umbau der Hilfsmittelausstellung, Überschrift Ebene 3. Und so kann ich von Überschrift zu Überschrift springen und die Ebenenstruktur ist da eben auch für mich ganz wichtig. Also ist das jetzt eine Unterüberschrift, ist das eine Hauptüberschrift? Insofern ist es wichtig für mich, dass darauf geachtet wird, dass diese Struktur logisch ist. Womit ich mich auch sehr gern orientiere im Internet, sind Y-Area Landmarks. JAWS nennt das Orientierungspunkte. Das ist sowas, da kann man alle möglichen Sachen auszeichnen, wie zum Beispiel Suchen oder Navigation oder Hauptbereiche. Und da kann ich jetzt hier mit der Taste Ö einfach von Orientierungspunkt zu Orientierungspunkt springen. Inhaltsangabe. Inhaltsangabe. Springe nach oben. Navigation, Region. Suche ist immer ganz wichtig, gerade bei komplexeren Seiten. Wenn ich vorher schon weiß, wonach ich suchen möchte, dann ist es für mich natürlich auch immer wichtig, die Suche möglichst schnell zu finden. Ja, bitte. Ein Moment, ich darf das Mikrofon geben. Ich habe meine Frage. Könnte ich jetzt zwischenfragen oder ich kann mir gerne auch eine Notiz machen und hinterher fragen. Also wenn es jetzt gerade zu dem passt, was ich gerade gesagt habe, dann ja, vielleicht einfach jetzt, dem. Oder? Ja. Genau. Die Frage ist, womit wir die Seiten aufbauen, so einen Orientierungspunkt setzen kann. Kann mir das jemand sagen? Da springe ich mal so ein bisschen ein. Bei der Programmierung ist es einmal wichtig, auch im Template, dass dementsprechend diese Regionen auch gekennzeichnet werden in der HTML-Programmierung. Ich selber nutze mittlerweile auch HTML5 dafür,
In HTML5 gibt es spezielle Tags, die eben diese Regionen ausweisen. Das wäre einmal für Navigation der NAV-Tag. Dann gibt es für den Header dementsprechend einen eigenen Tag. Dann gibt es den Main-Tag für den Inhaltsbereich. Dann gibt es noch den Article-Tag. Den kann man so direkt ohne Overrides im Template jetzt nicht beeinflussen. Den gibt es in Joomla 3 noch nicht. Aber die anderen Tags, da habe ich schon die Möglichkeit, über das Template die einzufügen. Ist allerdings nicht ganz das Gleiche, wenn ich das richtig weiß. Also einmal die HTML5-Dinge erkennen Screenreader, gerade die neueren Screenreader-Versionen auch, und geben sie mir auch eben als Regionen aus. Aber diese Y-Area-Landmarks sind noch was anderes. Vielleicht kann Thomas da kurz was zu sagen. Ja, die werden halt besser von Screenreader unterstützt. Diese Mechanismen, die Heiko eben angesprochen hat, mit der Ö-Taste, das sind mit den Standard-HTML5-Mitteln noch nicht da. Die Y-Area steht für Accessible Rich Internet Application. Das ist ein ganzer Set von Rollen und Zuständen, die man in HTML einbauen kann. Y-Area Landmarks am besten, W-A-I-Area Landmarks. Wir haben jetzt auch festgestellt, ich habe noch einen weiteren blinden Freund, mit dem ich vorher schon auch die Joomla User Group Website durchgegangen bin. Der hat das neueste JAWS, also der ist da immer auch up to date. Da klappt es mit den HTML5-Tags. Genau, da klappt es also in der Tat von Version zu Version besser. Das ist halt auch immer so eine Sache. Dieses Screenreader, dieser JAWS-Screenreader kostet über 1.500 Euro. Und man kann den mal von der Krankenkasse finanziert bekommen, wenn man Glück hat. Aber die Kasse finanziert nicht immer die neueste Version. Und insofern ich bin da schon relativ aktuell noch mit meiner vorletzten JAWS-Version. Ich kenne eine ganze Menge blinder, sehbehinderter Menschen, die benutzen Screenreader, die sind 5 Jahre alt oder so. Und das ist natürlich auch einerseits, oder ist auch etwas, was man berücksichtigen muss oder mitdenken muss, dass natürlich nicht immer der neueste Standard schon bei allen Endverbrauchern angekommen ist. Vielleicht kommen wir mal zu einem wunderschönen Negativbeispiel, bevor wir uns der User Group Joomla Group Sauerland widmen. Wir gehen einmal, wir waren ja jetzt auf der Seite des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg, wir gehen jetzt auf die Seite eines anderen großen Hamburger Traditionsvereins. Offizielle Website des Hamburger SV. Offizielle Website des Hamburger SV. Offizielle Website. So, offizielle Website des Hamburger SV. Ich muss jetzt sagen, dass es mir nicht ganz leicht fällt, meinen Verein hier in die Pfanne zu hauen, weil ich, seit ich 3 Jahre bin, HSV-Fan bin. Aber die Website ist tatsächlich eine Katastrophe. Wenn ich auf dieser Seite bin, das ist so eine vorgeschaltete Seite, wo ich jetzt halt zu den unterschiedlichen Bereichen der HSV-Website kommen kann. Und nur, wir haben hier Link Grafik Vorschaltseite tv-training-labbadia. Was er jetzt gerade gesagt hat, ist Vorschaltseite / tv-training-labbadia. Ja, das ist eine verlinkte Grafik, die mich jetzt, ich weiß nicht wohin führt, wenn ich das so lese hier. Das liegt daran, dass hier kein Alternativtext vorhanden ist. Und dann greift JAWS auf das zurück, was er finden kann. Und das ist der Name der Datei wahrscheinlich, die da der Bilddatei. Zugling. Oder hier gibt es noch ein, da sagt er Zugling Grafik Vorschaltseite m-fans32. Vorschaltseite /m-fans32. Ja, gut. Also wenn ich jetzt irgendwie ich habe mir schon so gedacht, das ist die Vorschaltseite, aber wie ich jetzt weiterkomme, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und das liegt einfach nur daran, dass hier kein Alternativtext hinterlegt wurde. Man kann sich das dann irgendwie so zusammenreimen, weil es da dann noch Text gibt. Zu ASV Total.
zu HSV Total und so. Aber ich weiß jetzt erstmal gar nicht, auf welchen Link bezieht sich das, auf den da drüber oder auf den da drunter. Also das ist so ein ganz übles Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, aber wen es interessiert, gleiches Prinzip wie bei dieser HSV-Seite mit dieser Vorschaltseite zu den verschiedenen Bereichen hat auch der VfL Wolfsburg. Und die haben das aber optisch genauso ansprechend gelöst, aber barriereärmer. Also das ist ja auch immer kein Widerspruch. Ja, bitte. Ach ja, Mikro, genau. Ja, vielen Dank. Kurze nochmal eine Frage. Einerseits soll man ein Alt-Tag vergeben, auf der anderen Seite ein Title-Tag. Je nachdem, wo man die Seiten dann prüfen lässt, ist das guter Code, schlechter Code. Ich kann natürlich voll verstehen, dass ein Alt-Tag für jemand, der nicht sehen kann, total wichtig ist und dass ein Title-Tag für jemand, der sehen kann, total schick ist. Eins von beiden wird immer abgestraft. Wo ist sozusagen der beste Kompromiss zwischen validem Code und guter Sichtbarkeit auch für Sehbehinderte? Wüsste ich jetzt nicht, dass das ein Widerspruch ist, aber... Thomas, einmal. Vielleicht weiß Thomas. Nee, das sind ja zwei unterschiedliche Elemente. Also der Alt-Tag ist gedacht für den Alternativtext. Das ist die Bildbeschreibung, die gehört da rein. Und der Title-Tag ist für ergänzende Informationen. Das ist eigentlich relativ klar abgegrenzt. Da könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das abgestraft wird. Also man muss das... Ein bisschen sportlich sein. Er macht Kilometergeld. Also je nachdem, welchen Validator man da nimmt, wird man entweder abgestraft für das eine oder für das andere. Je nachdem, wie gesagt, wo ich meine Seite testen lasse und welchen Geschwindigkeitsvorteil ich wann wo haben will oder sowas. Deshalb war das für mich so die Frage. Aber ich glaube, da gibt es keinen sinnvollen Kompromiss, wenn ich es richtig verstanden habe. Entweder mache ich das eine, dann können Sehbehinderte die Sache sehen, dann werde ich eventuell abgestraft. Oder ich mache das andere, dann habe ich die Sehbehinderten ausgeklammert. Nee, beides. Ja, ja, je nachdem, wie ich es halt mache, wie gesagt, kriege ich von den Validatoren eben das Problem zurück. Das meine ich. Ich komme. Also eigentlich ist das so, das Alt-Attribut ist verpflichtend. Das heißt, ich darf es nur weglassen, wenn es keinen Inhalt hat, die Grafik. Also wenn es einfach nur was ist, was man eigentlich nicht sehen braucht, da so, was keine Information hat. Und das Title-Attribut kann ich nehmen, wann ich will, wenn ich meine, ich möchte da was reinschreiben. Meine Meinung dazu ist, man kann es nicht allen recht machen. Das ist einfach so. Gerade diese Validatoren. Ne? Okay. Gut. Gehen wir doch mal in die von Markus angekündigte Joomla. STRGL, neue EGSJUG, Sauerland.Eingabe, Sauerland.de, Top-Menü, Überschrift, Ebene 4, RSS-Feeds, Seite hat zwei Regionen, 10 Überschriften und 33 Links. So, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, dass Jaws mir am Beginn, wenn ich eine Seite aufrufe, ein paar Basisinformationen gibt. Zum Beispiel, dass es hier RSS-Feeds gibt, dass wie viele Orientierungs- oder wie viele Bereiche es gibt und wie viele Überschriften und wie viele Links. Das ist dann auch schon mal so eine erste Möglichkeit, einen ersten kleinen Eindruck zu bekommen. Die erste Sache auf der Seite, die ich hier eingebunden habe, möchte ich gleich mal sagen. Ihr habt eben gehört, Jaws hat vorgelesen, Top-Menü. Wir Sehenden sehen das Wort nicht. Das habe ich per CSS 3000 Pixel links rausgeschoben. Link Void Navigation Überschrift Ebene 4 Top Menü. Das ist ganz wichtig. Man kann das per CSS rausschmeißen aus dem Bildschirm, wenn man es nicht haben will. Aber bitte drinstehen lassen. In der Modul-Einstellung Titel anzeigen, ganz, ganz wichtig, weil sonst werden die Punkte einfach nur runtergerattert. Vielleicht hat man, wenn man dann diesen Navigationspunkt geschaffen hat, dann weiß man das, gut, da ist eine Navigation, aber wichtig ist, aha, da ist ein Top-Menü, gibt es vielleicht noch ein Hauptmenü oder ähnliches und das wird dann dementsprechend mit vorgelesen. Aber wir sehen dann, wenn wir es nicht haben wollen, rauspacken, raus aus dem Bildschirm, kein Problem.
Und dann könnt ihr noch gleich was Schönes einbauen, was man auch nicht sieht, aber was für mich super wäre, wären Sprunglinks. Und zwar, wenn ich hier jetzt so ankomme, vielleicht möchte ich ja direkt zum Hauptinhalt springen. So. Und da kann man auch so ganz geschmeidig einen sogenannten Sprungling einbauen. Dann würde mir Jaws hier jetzt sagen, Sprunglink, Hauptnavigation Sprungling, Hauptinhalt, Sprungling, Navigation oder so, dann könnte ich da auch direkt hinspringen. Den würde auch ein Sehender nicht sehen und für mich wäre da ganz hilfreich. Ansonsten ist die Seite sehr, sehr einfach aufgebaut, klare Strukturen, da gibt es eigentlich keine riesigen Schwierigkeiten hinsichtlich Barrierefreiheit. Wie gesagt, gute Strukturierung, also Überschriftenstruktur gibt es, es werden Listen eingesetzt, es gibt häufig gute Alternativtexte, aber ja auch gar nicht so viele Grafiken. Aber werden wir da gleich nochmal vorführen. Das Thema Area Landmarks, Orientierungspunkte hatten wir eben schon. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal direkt rein. Ne? Ja. Wir fangen mal an mit der Eingabe besuchter Link. Wir fangen mal an mit dem Kontaktformular. RSS Feeds Seite hat Liste. So. Top-Menü, Hauptmenü, Überschrift. Also, wenn ich jemandem schreiben will und ich weiß, da gibt es ein Kontaktformular, dann drücke ich in der Regel die Taste E, weil für Eingabe fällt. Benutzername, ein Passwort, Eingabefeld. Dann habe ich jetzt erstmal im Login-Bereich. 1000 Eingabefeld. So, Heiko, darf ich ganz kurz eben einmal unterbrechen? Und zwar, hierbei handelt es sich um die um das Kontaktformular ProForms in der Basisversion. Aber die Pro-Version hat. Ist praktisch identisch aufgebaut. Weiß ich, ich benutze Briesingsforms jetzt nicht. Ich benutze dieses ProForms sehr, sehr gerne, weil es für mich vom Handling her gut ist und ich finde es einfach okay. Und ich wollte nur eben sagen, dass wir jetzt in dieser Komponente eben halt drin sind. Wir sind nicht mehr im Joomla-Core. So, wenn wir hier jetzt in dieses Eingabefeld gehen, in das erste vom Kontaktformular. 1000 Eingabefeld. Dann sagt Jaws 1000 Eingabefeld. Wir haben ein bisschen gerätselt, was das bedeuten könnte. Worauf ich eigentlich hinaus will, beim nächsten Eingabefeld ist das Gleiche. 1000 Eingabefeld. Darüber steht ja, Straße, Hausnummer und dann gibt es hier noch so ein Fragezeichen mit einem Alternativtext. Bitte geben Sie hier Ihre Straße und Hausnummer ein. Man kann aber auch eine Label-Verknüpfung zwischen der Beschriftung und dem Eingabefeld herstellen. Und das wäre für mich ein großer Vorteil. Viele haben das auch schon. Dann würde mir halt 1000 Eingabefeld. Würde mir hier jetzt Jaws sagen, Eingabefeld Hausnummer zum Beispiel oder Eingabefeld Name, Vorname oder so. Da bin ich jetzt auch wieder überfragt, wie man das jetzt rein technisch macht. Ich weiß nur, dass es geht, dass man eben diesen Eingabefeldern eben auch die entsprechenden Labels zuweisen kann. Und das wäre für mich dann enorm hilfreich, weil dann muss ich nicht immer aus den Eingabefeldern wieder raus und mir vorlesen lassen, sozusagen, was steht da drüber, sondern dann weiß ich das direkt, wenn ich das Feld bearbeiten muss. Das wäre für mich sehr viel einfacher. Manchmal habe ich auch das Problem, dass ich nicht weiß, wenn es jetzt eben so ist wie hier, bezieht sich jetzt die Beschriftung, die da drunter steht, auf das Eingabefeld oder die da drüber steht. Also soll ich hier jetzt meinen Namen eingeben oder die Straße? Also insofern ist diese Verknüpfung mit den Labels wäre super. Mit dieser Verknüpfung ist da dieses For-Attribut gemeint, also dass ich einem Label ein For mitgebe, um es einem Input quasi. Okay. Eine Sache noch zum Kontaktformular. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. 11:32 Uhr. Ja, das schaffen wir. Eine Sache zum Kontaktformular ist, was ich noch sagen wollte, ist, hier sind Captchas eingesetzt. Ganz gruselig finde ich Captchas. Allerdings positiv zu bemerken ist, dass es hier auch eine Audiofassung gibt. Allerdings, auch da würde ich einschränkend sagen, das Optimum ist das auch nicht, weil diese Audiofassung, ich glaube, die wird von Google zur Verfügung gestellt,
die ist wirklich zum Teil so schwer zu verstehen, dass ich da auch 3-4 Anläufe brauche, um da irgendwie die richtigen Zahlen einzugeben. Was wir einsetzen bei uns beim Blinden- und Sehbehindertenverein ist so eine einfache Rechenaufgabe, ja, also 5 minus 3 und dann muss man da 2 eintragen. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja? Ich komme. Habt ihr Erfahrungen, wie es in Sachen Barrierefreiheit und No-Capture ist, das ganz neue Google-Ding? Wo man eigentlich, man müsste ja nur auf eine Checkbox klicken, aber ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, wenn man die Checkbox nicht sehen kann. Ja, also wenn sie als Checkbox gekennzeichnet ist, aber da habe ich keine Erfahrung. Könnten wir nochmal auch fürs nächste Mal testen. Das Problem ist ja, dass bei dem No-Capture, das ist ja für alle Menschen, die verdammt gut sehen können, eine relativ leichte Aufgabe, weil man muss einmal die Checkbox treffen und danach in der Regel ja dann noch irgendwie 2 bis 3 Bilder anklicken, wo es heißt, klick bitte den Kaffee an. Und wenn ich den Kaffee nicht sehen kann, ist ja klar, okay, dass ich den Kaffee nicht treffen kann. Also das ist total kompliziert und das darf auch dann nicht in der Labelbeschreibung stehen, denn dann könnte jeder Spambot das Ding wieder umgehen. Aber die Frage, die ich zuvor noch habe, die ich jetzt, wenn ich das Mikrofon schon habe, gleich nachstellen möchte, ist, kann ich... Du hast gesagt vorhin, die Modulüberschrift wird nach ganz links oder rechts rausgeschoben, über 3000 Pixel nach weg. Kann ich das nicht auch mit Visibility Hidden machen oder wird das dann nicht mehr vorgelesen? Das kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten. Thomas? Das ist schwierig. Also als sicherster Weg hat sich tatsächlich erwiesen, das aus dem Viewport rauszuschieben, also 3000 Pixel zum Beispiel. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist Display None. Das bietet sich ja eigentlich an. Aber das wird dummerweise auch von den Screenreadern erkannt. Also wenn man das mit Display None auszeichnet, solche Überschriften sind sie für niemanden sichtbar. Ja, ich glaube, es ist verstanden. Naja, Visibility Hidden meines Erachtens führt auch nicht dazu, dass das Element einfach nicht sichtbar ist, sondern es reserviert auch den Platz nach wie vor. Also die Elemente rutschen dann nicht hoch. Also müssen Guter Einwand. Dann machen wir mal weiter. Und zwar mit der aktuellen Seite. K-U-E-R-E-S Eingabe, besuchter Link, aktuelles Eingabe, aktuelles besuchter Link, Seite hat 2 Reg. So, wir haben hier. Virtuelle Suchjost-U-N-T-E-R-K Eingabe, Überschrift, Ebene 3 Unterkategorien. Worüber ich ein bisschen gestolpert bin, rund um Joomla gibt es zum Beispiel eine Unterkategorie und soweit alles klar. Überschrift Ebene 3.3. So, dann steht da irgendwie eine 3 mit in der Überschrift. So geht das auch weiter. Ebene 3 Link Bildbearbeitung und Bildquellen. Ebene 3.3 ist eine 3. Das erschließt sich für mich gar nicht. Markus hat mir dann erzählt, dass das die Anzahl der Artikel ist oder angibt, die in dieser Kategorie vorhanden sind. Das ist verwirrend. Da müsstet ihr euch mal was einfallen lassen. Das ist in der Tat aus dem Joomla-Core heraus. Also meine Templates, die ich erstelle, die gehen voll auf den Core. Ich mache keine Overrides oder ähnliches. Und hier ist wirklich ein Ding, wo wir Joomla verbessern sollten. Also die kleinste Möglichkeit wäre, dass einfach eben halt 3 Beiträge, dass das Wort Beiträge dann noch auftauchen würde. Die schönste Version wäre, das in einer Tabelle auszugeben, mit Tabellenüberschriften. Da ja heute sehr viele vom PLT-Team hier anwesend sind, werde ich die gleich auch mal direkt anhauen, ob wir da Joomla nicht verbessern können. Guter Plan. Tabellen sind bei Sehbehinderten gerade mit den Vorlesemaschinen sehr beliebt, im Inhaltsbereich, nicht im Layout. Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel eine Übersicht von Menschen hat mit Funktionen und Adressen, das am besten in einer Tabelle ausgeben, weil der Sehbehinderte ist dann in der Lage zu entscheiden, lasse ich mir die Tabelle in Spalten oder in Zeilen vorlesen. Ja, und es gibt auch ergänzend, es gibt dann auch Kurztastenbefehle, um sich nochmal die Überschrift schnell vorlesen zu lassen, also die Spaltenüberschrift oder die Zeilenüberschrift. Da weiß man dann eben ziemlich schnell wieder, worauf sich dieser einzelne Punkt bezieht. Dann haben wir ja noch so einen.
Noch so ein schönes Beispiel. Ein Artikel. Virtuelle Suche. Joss Suche. Ich suche mal gerade das Wort Mittwoch, weil irgendwie war der. Nee. Escape. Vorführeffekt. Fensterliste. Eingabe. Joomla, User Group. Oh, jetzt sind wir auch wieder schnell. Das ist. Joomla, Eingabe. Joomla, User Group. Sauber. Tab. Void Link. So. Virtuelle Suche. Joss Suche. Suche nach. Kombiniert. M. I. T. T. W. Eingabe. Überschrift. Ebene 2. So, hier ist ein Artikel Mittwoch auf der CeBIT. Link aktuell. Listen. Link guck. Listen. Leer. Den versuchen wir mal anzuklicken. Link mach leer. Besucher Link weiterlesen. Eingabe. Weiterlesen. Besucher Link. Merkt ihr, geht schneller, ne? Also Überschrift. 77 Links. Joomla, User Group. Sauerland. Mittwoch auf der CeBIT. So. Und da ist eine schöne Sache, da gibt es am Ende des Artikels eine Bildergalerie. Also am Ende des Artikels ist, habe ich dir dann gesagt. Ja genau, also ich war da ja erstmal nicht drüber gestolpert. Da steht dann einfach so im Text, Bilder zum Dienstag findet ihr hier in der Bildergalerie, Punkt. Und dann geht's los. Grafik CeBIT 2013-01. Grafik CeBIT 2013-01, CeBIT 2013-02 und so geht das bis Mi 22. Gut, da sind wir wieder bei den Alternativtexten. Also zum einen kann ich damit halt überhaupt nichts anfangen. Ich weiß, es ist ein bisschen lästig für 22 Bilder, sich Alternativtexte zu überlegen. Also ich fühle mich jetzt mal wirklich erwischt. Ja, das ist dann abends so um 22 Uhr, hat jemand noch ein Fotos? Ja, okay. Dann die Fotos kleiner machen, reinstellen und ja, es waren dann in dem Fall 22 Bildern. Ich weiß, dass gerne Bildergalerien mit 100, 150, 200 Bildern bestückt werden. Das ist natürlich Arbeit. Die habe ich mir den Abend auch gespart. Ja, also ich sage jetzt mal, es muss auf jeden Fall einen Alternativtext geben. Ich sage jetzt mal, man kann natürlich pragmatisch an die Sache rangehen. Das wird Thomas jetzt wahrscheinlich nicht gerne hören, aber man kann natürlich sowas sagen wie Impression von der CeBIT oder so und dann hat jedes Bild den gleichen Alternativtext. Das wäre natürlich wenig elegant, wäre aber schon mal besser als das, was hier jetzt der Fall ist. Weil ich, man muss jetzt noch eins dazu sagen, wenn ihr jetzt, hier steht ja jetzt einfach nur, Bilder zum Dienstag findet ihr hier in der Bildergalerie. Das sagt ja noch nicht, dass der Artikel zu Ende ist. Und wenn ich mir den ganzen Artikel vorlesen lassen möchte, dann könnte das ja nach der Bildergalerie noch weitergehen. Das heißt, ich habe dann eigentlich nur die Wahl, weil es gibt auch keine weitere Überschrift, die ich anspringen kann oder so, mir das hier komplett reinzuziehen. Link Grafik CeBIT 2013-01. Link Grafik CeBIT 2013-02. Link Grafik CeBIT 2013-03. Link Grafik 04. Und wenn das jetzt 100 wären, dann wäre ich wahrscheinlich das letzte Mal auf dieser Seite. Also will damit sagen, man kann da auch noch zusätzlich ein bisschen was machen. Man könnte zum Beispiel hier in diesem Textabsatz, das ist mehr aber redaktionell jetzt, Bilder zum Dienstag findet ihr, da könnte man vielleicht sogar schreiben, abschließend zu unserem Artikel findet ihr hier jetzt noch so, dann wüsste ich, okay, Artikel ist jetzt vorbei, jetzt kommen nur noch Bilder. Was vielleicht auch noch ganz schön wäre, ist, diese Bildergalerie nochmal mit einer extra Überschrift auszuzeichnen. Ja, das wären so erste Ideen, die ich dazu habe. Aber eigentlich, ne, Alternativtext muss, weil sonst drehe ich durch. Ich werde es verbessern. Danke. ja, gibt es sonst noch Fragen? Wir haben die Anfahrtskomponente. Haben wir noch Zeit? Ja, so, wenn es keine massigen Fragen gibt. Eine Frage war noch da, die holen wir noch mal eben schnell ab. Man nennt mich auch Mr. Frage. Die Frage, die ich habe, es gibt manchmal in Artikeln ja so Inhaltsverzeichnisse und die Artikel gehen über mehrere Seiten. Sind die gut zu lesen? Denn da kann man als Normalsterblicher, soweit ich weiß, gar keinen Alt-Tag setzen. Haben wir leider noch nicht getestet, aber gut, für den Hinweis werde ich mit in die zum nächsten Mal mitnehmen, wenn ich einmal mit Heiko vielleicht und oder mit meinem anderen Freund Andreas nochmal eine weitere Seite betrachte, werde ich das mal ausprobieren. Also ich sage mal, ich kenne das jetzt von diversen Zeitungsportalen oder so, wo Artikel über mehrere Seiten gelagert sind. Da gibt es eigentlich immer eine Lösung, dass da die verschiedenen Links aufgeführt sind, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und immer mit einer Überschrift. Also technisch möglich ist das. Joomla.
Virtuelle Suche. Ja, für die Anfahrtskizze haben wir noch genau 5 Minuten. Ich denke, das passt. Anfahrt. Die machen wir noch, die Anfahrt. Anfahrt, besuchter Link. Seite hat 2 Regionen, 8 Überschriften und 56 Links. Jungsauerland.de, Jungla, User Q. Also ich sage mal, auch blinde Menschen gehen ja mal vor die Tür und möchten vielleicht auch die Anfahrt nutzen. Darf ich auch hier kurz wieder erzählen? Bitte, das ist die Komponente Fokker Maps. Die Fokker-Komponenten werden von mir sehr, sehr gerne eingesetzt, weil der Support von dem Jan Pavelka aus Tschechien unwahrscheinlich gut ist. Wenn man da in seinem Forum was postet, dann wird das innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Und also ich habe mir sagen lassen, ich kann es selber nicht beurteilen, der Code soll auch einigermaßen ganz gut sein und Sicherheitslücken schließt er eigentlich auch umgehend. Initiative, Navigationsanfahrt, springe nach oben, Top-Menü, springe nach unten, Anfahrt, Link, Anfahrt, Liste mit einem Link, Drucke, Listenende, leer, die Route zur Firma, die Sieg im Welt, GDR und damit zur Jungla, User, Kuh, Sauerland, könnt ihr euch bequem durch Google Maps berechnen lassen, füllt bitte das Feld unterhalb der Karte mit eurer Adresse aus und drückt den Route berechnen Button. So, ich kann ja jetzt mit Google Maps mir die Route berechnen leer, lassen. Allerdings ja, die Linke. Würde ich empfehlen, die Adresse auch nochmal in Textform hier auszugeben. Also die ist halt, es gibt hier diesen Marker in der Google Map, so, aber da würde ich empfehlen, einfach nochmal die Adresse auch textlich dahin zu schreiben. Und worüber ich jetzt erstmal gar nicht gestolpert war, aber Markus sagte mir das, das ist hier jetzt standardmäßig auf Route mit dem Auto eingerichtet. Anfahrt mit dem Auto. Wenn wir jetzt blinde Menschen fahren ja selten Auto oder sollten sie zumindest nicht. Und insofern wäre auch eine Alternativfassung mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß da auch noch ganz geschmeidig. Ja, das wären eigentlich so ein paar Inputs. Ich kann anbieten oder möchte auch gerne anbieten, dass wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, oder ihr mal vor irgendeinem Projekt steht und eine konkrete Frage habt, wendet euch an den Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, bsvh.org. Und da findet ihr unseren Fachmann Thomas Meyer und da findet ihr auch mich, wenn ihr mal sowas von der Nutzerperspektive wissen wollt und sprecht uns gerne an. Wir freuen uns. Und dann, vielen Dank. Moment, stopp. Ich werde in der nächsten Zeit, ich weiß noch nicht, wie schnell und wann ich dazu kommen werde, mal eine Übersicht ins Netz stellen, auch mit den verschiedenen blinden Vereinen. Dann könnt ihr mal schauen, ob es eben halt auch einen blinden Verein in eurer Nähe gibt. Wir haben es eben noch draußen noch angesprochen. Ich habe so mal etwas humoristischer gesagt, es ist immer gut, auch für einen Webentwickler einen Blinden als Freund zu haben, den man doch mal über das ein oder andere Projekt mal drüber schauen lässt, in Anführungsstrichen. Besser sind sogar vielleicht zwei, weil Heiko hatte dann doch noch einige andere Ideen, die Andreas vorher so nicht angemeckert hat, zum Beispiel die fehlende Adresse da im Text. Also ich sag mal, das ist auch deswegen gibt es auch Standards natürlich, ne? Weil individuell der Geschmack ist verschieden, das Nutzerverhalten ist unterschiedlich und insofern sind Barrierefreiheitsstandards eben schon wichtig, um ein möglichst breites Spektrum der Fragestellung abzudecken. Also wie gesagt, auch der Blindenverein mit Sicherheit in eurer Nähe bietet so etwas an, dass man sich dort Hilfe holt, wenn man Fragen hat, dass man die stellen kann. Und so können wir alle, denke ich, für ein besseres Internet auch für die Sehbehinderten dran arbeiten. Würde mich freuen. Also es gibt auch sehr altmodische Blindenvereine mit sehr altmodischen und sehr schrottigen Seiten. Das ist nicht immer die modernste Adresse. Ja. Ich fasse es mal in diese Worte. Ich werde Markus, wenn er mag, ein bisschen zu der Liste, die er da erstellen will, beraten. Weil in der Tat, es gibt halt Blindenvereine, die haben Beratungsstellen zu barrierefreiem Internet und andere haben das nicht. Und es ist natürlich schon sinnvoll, sich an eine zu wenden, die da auch über das fachliche Know-how verfügt. Ich hätte dich auch angesprochen. Gut, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich, oder wir bedanken uns fürs Zuhören
Wir hoffen, dass wir, wie gesagt, das Internet ein bisschen besser machen können. Wir hoffen, dass wir Joomla besser machen können in diesem einen kleinen, klitzekleinen Punkt. Dann würde ich sagen, wir haben ganz leicht, wenn überhaupt, überzogen. Und ich wünsche euch, wir wünschen euch noch eine schöne Veranstaltung. Noch eine Frage, ja? Eigentlich keine Frage, aber ich weiß nicht, ob sie da ist. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch einen Blackout. Diese Frau, die wirklich sehr verdienstvoll war im Hinblick auf Barrierefreiheit und Angie Radke. Also wenn man sich zu diesem Thema Joomla und Barrierefreiheit noch weiter informieren will, die ist einfach wirklich eine sehr, sehr verdienstvolle Person gewesen und hat ganz viele Infos auch im Netz. Ja. Danke für den Hinweis. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle. Super. Tschüss.